Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für Ortlaufs frei nun. Wir schreiben Freitag, den 3. November und in den vergangenen Tagen habe ich nicht sonderlich viel gemacht. Deswegen nur der Hinweis auf ein Video, das ich online gestellt habe und das stammt von Michael Meyer. Er hat die Dolderbahn in Zürich, eine Zahnradbahn, in kurzen Worten und schönen Bildern porträtiert. Als Zahnstangensystem kam das System von Roll zum Einsatz. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Ersatz für das System Strupp und Riggenbach entwickelt. Es ist übrigens die erste Bahn, bei welcher dieses System als Neubau zum Einsatz kam. Bei der Aurora-Straße kreuzen sich die beiden Fahrzeuge. Interessant sind hier die 2004 neu eingebauten Schwenkweichen, eine spezielle Art der Schleppweiche, bei welcher die komplette Schiene von einem zum anderen Gleis umgebogen wird. Sieht sehr spannend aus, wenn sich die Schiene wie eine Feder verbiegt. Es sind im Übrigen die einzigen beiden Weichen der Bahn. Der Film steht auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt muss ich mich quasi ein bisschen zweiteilen. Auf jeden Fall muss ich mich beeilen. Einerseits Produktion von Frei Nun, andererseits wartet die Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Das Auto ist gepackt, randvoll bis an die Decke. Die Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen kann kommen und wir kommen auch. Und der Platz hier ist für den Koffer von Trixbahn Rolf. Wir melden uns natürlich ausführlich aus Friedrichshafen, aber jetzt geht es erst einmal weiter mit Frei Nun und, ganz wichtig, mit Filmen von euch. Dieser stimmungsvolle Einstieg stammt von Badi Matt. Die bayerische S36 ist mit ihrem Zug auf dem Weg in Richtung Amstetten. Die Bilder stammen von Mitte September, aufgenommen während der Märklin-Tage an der Geislinger Steige. Lieber Hagen, schreibt Moritz Möhler, diese Garnitur bespannt mit 245.014 verlässt hier gerade den Münchner Ostbahnhof und wird anschließend nach Mühldorf fahren. Im Vordergrund steht der Ideenwagen der SOB und mir bot sich die Gelegenheit, einmal damit zu fahren. Der Wagen ist sehr bequem, wobei mir persönlich die Panoramasitze am besten gefallen. Der Fahrplan des Ideenwagen ist auf der Webseite der Betreibergesellschaft SOB zu finden, der Südostbayernbahn. Viele Grüße, Moritz. Vielen Dank. Sven Eichler schreibt mir, hier zieht 101.096 den IC 2311 von Westerland nach Köln aus dem Bahnhof Itzehoe. Die Einsätze der Baureihe 101 bei DB Fernverkehr sind rückläufig und mittlerweile sind viele Loks abgestellt oder verkauft worden. Bis zur Auslieferung der ICEL wird die Insel Sylt aber weiterhin mit klassischen IC-Garnituren bedient, sodass ab Itzehoe vorerst weiterhin mit der Baureihe 101 gefahren wird. Im Zugverband läuft ein Bistrowagen mit Drehfalttüren mit. Diese Wagen möchte DB Fernverkehr zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 komplett aus dem Verkehr ziehen. Das ist ein Unikum oder besser ein Einzelstück. Die Diesellok 2093 der ÖBB, Baujahr 1927. Sie zog am 26. Oktober letztmals den Ötscherland-Express von Lunz am See nach Kinberg-Garming. Wir befinden uns auf der Ibstalbahn und hier geht es über die berühmten Trestelbrücken.
Die Museumsbahn kämpft ums Überleben, nachdem sich die Gemeinde Lunz auf der Trasse der Museumsbahn für den Bau eines Radweges ausgesprochen hat. Die Würfel sind aber noch nicht gefallen. Eisenbahnfreundinnen und Freunde aus dem In- und Ausland hoffen, dass diese schöne Bahnstrecke in 760 mm Spurweite erhalten bleibt und zeigen das durch ihre zahlreichen Besuche. Diese Einstellung zeigt einen Gruß der Deutschen Bahn im Bahnhof Penzenz in Cornwall. Das schreibt mir Michael Schlömer, der diesen Film aus England geschickt hat. Fahrend konnte ich diesen Zug, allerdings mit zwei Class-66-Maschinen eines anderen Unternehmens, einige Tage zuvor im Bahnhof Bristol Temple Metz aufnehmen. Mit einem Zug, der vermutlich der Unkrautbekämpfung im Gleis dient. Es folgt eine Ausfahrt eines Cross-Country-Zuges in der Relation Edinburgh-Penzenz. Vielen Dank nach England, lieber Michael. Offiziell Feierabend, aber am Containerbahnhof, da geht immer noch was. Dann beladen wir noch einen LKW. Ein sehr schönes Spielzeug der Firma Faller. Leider, ich glaube 1980, war es vorbei. Die heutigen Modellbahner spielen ja nicht mehr. Die geben nur viel Geld aus, stellen es in Vitrine und geben damit an. Damals war das alles noch etwas anders. So, Rennbahn habe ich keine. Jetzt muss ich halt schieben. Gute Nacht. Lieber Hagen, schreibt Andreas Lindner, das ist die Anlage von Christian und Ursula Frey, die wir eher zufällig nach dem Besuch der Kleinserienausstellung in Bauma besichtigen konnten. Das Haus ist gefüllt mit Spielwaren und vor allem Modellbahnen längst vergangener Zeiten. Im Erdgeschoss trafen wir alte Blechbahnen und Spielzeuge, teilweise kombiniert mit Teilen von Märklin Metallbausätzen an. Unter dem Dach dann, nach dem Besteigen einer steilen Treppe, trifft man eine Spur-Null-Anlage an. Platz ist hier für mehrere Besucher, denen dann über ein längeres Programm hinweg die Anlage vorgestellt wird. Ein wahrer Spielzeugtraum. Ihr Lieben, wir sind leider schon wieder am Ende. Ortlofs frei nun ist heute wie im Flug vergangen, finde ich. Und eins habe ich noch zum Abschied, einen Abschied. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss. Der Abschiedspfiff der Chemnitzer 50-36-48. Hoffen wir auf eine baldige Rückkehr. Wir wünschen dem Verein alles, alles Gute und viel Erfolg bei der Aufarbeitung dieser Lokomotive, dass sie bald wieder auf den Gleisen zur Freude aller Eisenbahnfans